Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Bami Plattfuß und heute wird sozusagen mein letztes Video zu meinem Projekt Vipin kommen. Und zwar geht es heute um die FAQ, Hardware-Fragen und was für Fragen alles kamen, seht ihr nach meinem Intro. Die erste wirklich wichtige Frage, wo ich von ganz vielen von euch bekommen habe, war, was für ein PC ich verbaut habe. Ich habe ja schon in meinen anderen Videos genau gezeigt, was ich verbaut habe. Und ich persönlich nutze einen AMD FX 4300 und eine GTX 970 zusammen mit 16 GB RAM und Windows 7 Pro. Grundsätzlich gilt, für so einen Vipin braucht ihr einen Quad-Core-Prozessor mit ca. 3 GHz Leistung oder stärker. Ihr braucht keinen High-End-CPU, es reicht ein starker i3, mittelmäßiger i5 oder von AMD ein Äquivalent. Zur Grafikkarte, ihr braucht entweder, um in Full HD richtig gut zu spielen können, eine 970 oder wenn ihr ein bisschen mehr auf euer Geld achten müsst, kauft die aktuelle 1050 Ti, die reicht in Full HD vollkommen aus. So, solltet ihr allerdings in 4K spielen wollen, weil ihr sagt, ich brauche unbedingt 4K, was im Moment für so ein Vipin eigentlich total überdimensioniert ist und im Moment noch keinen wirklichen Sinn macht, meines Erachtens, dann braucht ihr mindestens eine 1070 oder eine 980 Ti von Nvidia. An sich empfiehlt es sich, bei Visual Pinball Grafikkarten von Nvidia zu nutzen. Die sind irgendwie besser, stärker, warum auch immer, als AMD Grafikkarten. Das war's eigentlich. Aber wie bei jedem Zocker-PC oder Gaming-PC, ihr braucht keine überdimensionierte CPU, ihr braucht viel besser eine GPU, also Grafikkarteneinheit. Also reicht euch ein Quad-Core-CPU vollkommen aus. Selbst in 4K braucht ihr kein i7 6900K. Da reicht euch ein starker i5 oder ein AMD FX 8320E. Reicht vollkommen aus. Das ist total übertrieben. Alles, was ihr höher braucht, ist übertrieben für so ein Vipin. So, dann die nächsten Frage, die ich bekommen habe. Das waren meine Flipper-Buttons, die ich ja Probleme hatte. Und ich blende euch hier unten ein, wo ich die her habe. Das sind die Goldleaf Concave-Buttons von arcadeworld.co.uk. Und im Prinzip sind es echte Flipper-Buttons. Nur mit integrierter Blattfeder. Das heißt, ihr habt nicht wie bei den originalen Flip-Buttons ein Plastikteil, das auf eine Blattfeder drückt, sondern hier ist die Blattfeder schon integriert. Mir persönlich gefallen sie sehr, sehr gut. Die Reaktion ist sehr, sehr schnell. Ihr habt sie in meinem vorherigen Video vielleicht schon gesehen. Und ich kann sie absolut nur empfehlen. Sie sind günstig, sie sind gut, sie sind schnell. Und die Blattfeder, es reagiert genial. So, die nächste Frage, die ich bekommen habe, das war, wie ich denn hier meine Bildschirmhaltung hingemacht habe. Die zeige ich euch jetzt mal kurz von nahem und dann kann ich es euch besser zeigen. Mein Backglass-Monitor habe ich hier an einer ganz normalen Wandhalterung montiert. Diese habe ich vorher hier einfach ein Stück Holz festgeleimt und verschraubt und daran meine Halterung verschraubt. Damit hält alles. Hier hinten seht ihr noch im Übrigen meinen Nocker, den ich verbaut habe. Und genauso habe ich auch meinen DMD-Monitor mit so einer kleinen Wandhalterung verschraubt. Das hält absolut ohne Probleme. Bei so einem kleinen Monitor braucht man nicht mal ein Holz hinschrauben, das hebt so. Aber bei so einem größeren Monitor macht euch so ein kleines Stückchen Holz, verleimt es und da schraubt ihr eure Wandhalterung hin. Geht einwandfrei, ihr könnt es geschwind rausklappen, wenn ihr es benötigt. Und es geht richtig, richtig gut. Die nächste Frage, die kam, ist, wenn ich hier mit meinem Fernseher, mit meiner Wandhalterung rausklappe, wo liegt der denn auf? Und der liegt nach im Endeffekt hier hinten auf diesem kleinen Stück Holz einfach auf, wenn ich ihn nach vorne kippe. Und wenn ich ihn nach hinten kippe, wenn ich hinten hin muss, dann lasse ich ihn einfach vorne hier auf der Lockbar, sozusagen wenn die ausgebaut ist, aufliegen. Nichts Weltbewegendes. Ich wurde von einigen gefragt, welche Wandhalterung ich denn benutzt habe. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die billigste Wandhalterung auf eBay gesucht, die ich gefunden habe. Ich glaube, die waren 17, 18 Euro. Ich verlinke sie hier unten mal einfach in die Videobeschreibung. Und für mich persönlich, ich fand es mit das Beste und leichteste überhaupt, aber es ist Geschmackssache. Ich baue jetzt mal kurz mein Vipin auf, zeige, wie es genau aussieht innen drin und dann kommen wir auch gleich mal zum Probespielen, würde ich behaupten. So, ich habe jetzt mal das Glas entfernt und ich wurde auch von einigen gefragt, wie ich denn so diesen Abstand hier zwischen dem Holz und meinem Fernseher mache. Und die habe ich ganz einfach hier mit so einem kleinen Stück Holz, das ich mit zwei so Metallplatten auf so Magnethalterung festgemacht habe, einfach die Lücken sozusagen zugemacht und so decke ich die Lücken zu. Sie sind bei mir grobe 8 cm breit. Damit verdeckt man einfach die Lücken, wo man hat sonst. Und es funktioniert echt sehr, sehr gut.
günstig und es hebt vollkommen aus, dann müsst ihr nicht viel anders machen. Nun habe ich jetzt einfach mal meinen Playfield-Monitor nach oben geklappt. Ihr seht nun, er steht hier oben dran. Die Wandhalterung hält das perfektes Gewicht aus. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit ins Innere zum Kabinett, damit ihr das Ganze mal seht, wie das Ganze ausschaut. Und wie ihr jetzt sehen könnt, der Fernseher liegt hier einfach hinten auf dem Holz auf. Das hebt, selbst wenn ich hier arbeite, der ist mir nie beim Arbeiten umgekippt. Ansonsten habe ich hier einfach mir so ein Holzbrett reingeschraubt, mit vier Winkeln befestigt. Hier hängt dann die Wandhalterung dran. Darunter habe ich mein ITX-Gehäuse gesetzt und meine Schütze dementsprechend an die Wand geschraubt. Und hier vorne seht ihr meinen Pin-Control 1. Und das war es im Großen und Ganzen. Ich habe noch vier Lüfter eingebaut. Mit vier Lüfter reicht vollkommen aus. Ich habe vorne das Pin-Control leicht erhöht gebaut. Aus dem Grund einfach, dass ich da die Kabel schöner hinterlegen konnte für meine USB-Verlängerung, das ich euch absolut empfehle. Eine USB-Verlängerung. Ansonsten empfehle ich euch noch für den V-Pin, das ist hier diese kleine Tastatur von Logitech. So eine Laptop-Tastatur mit integrierter Maus. Logitech K400 Plus. Super geschickt, wenn man an seinem V-Pin mal was umstellen muss. Ich glaube, das waren so ziemlich alle Fragen, wozu Hardware gekommen sind. Genau, eine Frage hatte ich noch und es war, die kam immer wieder wegen dem Verkabeln. Also ich habe mich 1:1 an die Verkabelung gehalten vom Pin Control 1, die ich so von dem V-Pin Shop bekommen habe und es funktioniert einwandfrei. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das hier so rosa markiert habe. Ganz einfach, beim Bauen war das damals einfach geschickt, damit ich wusste, welches Kabel ich schon gezogen habe und welches nicht. Wenn ihr das frisch macht, ist das ganz geschickt, da tut ihr euch leichter. Genau, also das waren so die häufigsten Fragen rund um die Hardware. Was mir zum Beispiel bei dem Forum aufgefallen ist, es wurden noch so ein paar Einstellungssachen gefragt, gerade beim Fernseher oder Monitor. Wenn ihr einen Fernseher als Playfield-Monitor nutzt, dann müsst ihr den im HDMI-Modus auf PC setzen und nicht auf G-Modus des Bildes. Da kriegt ihr Input-Lag. Wenn ihr den HDMI-Modus auf PC setzt, habt ihr keinen Input-Lag mehr. Und dann habt ihr ein viel schneller reagierendes Bild, keine Bildverschönerung drin, nichts. Und um das zu beweisen, würde ich sagen, spielen wir mal eine kleine Runde und dann zeige ich euch, wie das Ganze geht. So. Mein V-Pin ist nun gestartet. Ihr seht, mit einer SSD geht es sehr, sehr flüssig. Ich kann nun mit den Flipperknöpfen links, rechts meine Tische durchscrollen. Bei Pinball X läuft das ganz nett. Ich kann jetzt einfach mal einen Tisch starten. Was nehmen wir denn gerade? Aktuell wäre im Moment heute der Doctor Who. Der ist heute zumindest aktuell, stand heute, wo dieses Video gedreht wurde. So, also haben wir nun den Doctor Who gestartet. Dann drücken wir auf Start auf unseren Knopf. Und dann funktioniert das Ganze auch schon. Wie das Spiel natürlich funktioniert, brauche ich euch jetzt nicht erklären. Flipper-Enthusiasten wissen das und ihr werdet es auch gleich hören, dass das DOF gut funktioniert, hoffe ich doch. Ich werde auch mal kurz den Ton ausmachen. So, ich mache jetzt für euch mal den Ton aus, sodass ihr rein das DOF hört. Selbst mit Glasscheibe ist es auch echt heftig gut laut. Jetzt bin ich auf den Escape-Knopf gekommen, das war ja klar. macht jetzt aber auch nichts. Wir können jetzt natürlich auch einfach einen anderen Tisch mal starten. Dann gehen wir weiter auf den Star Trek Limited Edition. Der ist auch sehr neu. Als Beispiel, den kann man jetzt neu starten. So. So, dann hat sich jetzt hier auch schon unser Star Trek geöffnet. Ihr seht auch gleich direkt hinten meine indirekte Beleuchtung funktioniert sehr gut. Wir können ein neues Spiel starten. Wir nehmen Safety Enterprise, dieses Punch-It, diese Rock-Me-Button einfach drücken, der schießt die Kugel ab. Und wie ihr hört, das DOF funktioniert einwandfrei. Ich habe ein super Flipper-Feeling. Es ist quasi wie echt. Also ihr merkt, das Spielen ist super, super geil. Es macht richtig, richtig Laune. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, wie gesagt, das habe ich ja schon im letzten Video erklärt. So, ich lasse jetzt mal kurz die Kugel raus. Das letzte, das mir jetzt noch fehlt, das ist meine Abdeckung hinten. Die ist aber immer noch beim Schreiner. Ich hoffe, die kommt jetzt demnächst mal. Ich möchte mich jetzt noch bei ein paar Leuten bedanken. Und dafür mache ich jetzt mal kurz den Ton noch mal aus.
So, zuerst bedanken möchte ich mich bei dem guten Scorpius auf YouTube. Vielen Dank für deine tollen Videos. Du hast damals mir den Anreiz gegeben, so ein Gerät zu bauen. Als nächstes wäre es der Sven vom VPN-Job. Danke, dass ich bei dir mal Probe spielen durfte, für deinen guten Support, für die schnellen Lieferungen. Und beim Thomas aus dem Flippermarkt-Forum, bei dem ich den damals auch Probe spielen durfte, so einen VPN. Ihr zwei habt mich überzeugt, so ein Gerät selber zu bauen. Und dann möchte ich mich noch bei meinem Vater bedanken, der mir das Ganze geholfen hat, elektrisch zu verkabeln. Denn ohne dich hätte ich das wahrscheinlich niemals fertig geschafft, denn ich bin kein Elektroingenieur, alles andere als das. Und ansonsten bei meinen Helfern, die mir geholfen haben, dieses Gerät hier in mein Wohnzimmer zu stellen, war auch eine schöne Aktion. Und bei meiner Frau zu guter Letzt, dass ich das überhaupt in mein Wohnzimmer stellen darf und in unser Wohnzimmer stellen darf. Und bei den ganzen Leuten im Flippermarkt.de Forum, die immer mit Rat und Tat zur Seite stehen bei Problemen. Und solltet ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu meinem Projekt haben, ich hoffe, ich konnte es jetzt mit meinen zwei Videos hier beantworten. Ansonsten schreibt mich an, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es nochmal zu beantworten, was ich vergessen habe oder nicht. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Vielleicht habe ich euch angeregt, selber so eine Maschine zu bauen. Ich hoffe ja. Es macht nämlich viel Spaß. Ansonsten, ich wünsche euch was. Ich bin der Bambi Plattfuß. Bis zum nächsten Video. Ciao.